Ich glaube, das war ein hochintensives Spiel bei den Temperaturen von der ersten Minute an. Eine sehr, sehr hohe Schlagzahl. Viele Zweikämpfe, wahnsinns hohes Tempo. Beide Mannschaften haben nach vorne gespielt, haben es aber auch gut im Gegenpressing gemacht. Sind ja beides Gegenpressing-Mannschaften und es ist nicht so leicht, dann auch einen guten Spielaufbau zu haben. Beide Mannschaften haben sich bis zur letzten Minute einen Schlagabtausch geliefert. Ein Spektakel, denke ich, für die Fans. Ich glaube, wir haben heute ein gutes, vielleicht sogar für den ersten Spiel da ein sehr gutes Fußballspiel gesehen, sehr intensives Spiel, wo beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben, sich Torchancen herausgearbeitet haben und ich glaube, mit dem 1-1, was wir machen, hatten wir vielleicht auch das gerechte Ergebnis heute, aber Fußball entscheiden halt Kleinigkeiten. Thorgan hat schon in Bern gespielt auf Kunstrasen. Hat am Mittwoch ein hochintensives Spiel gemacht, wo er eine Gala gezeigt hat, aber auch am Limit gespielt hat, über 90 Minuten, bis zur letzten Sekunde Vollgas gegeben hat. Und ich darf daran erinnern, dass vor gar nicht so langer Zeit wir gegen Bayer hier zu Hause gespielt haben und André Hahn da zwei Treffer gemacht hat. Könnte man ja auch auf die Idee kommen, ihn wieder zu bringen. Die hatte ich. Letztendlich sind wir natürlich glücklich darüber, dass das so passt, dass Thorgan reinkommt und dann auch noch gleich das nächste Tor wieder vorlegt. Das ist ja natürlich auch sehr schön. Also haben einfach eine gute Qualität in dem Bereich. Thank you.